Bäckerei Gebler besteht schon seit 1912 und wir sind Familienbetrieb schon immer, mittlerweile in der vierten Generation. Und was uns auszeichnet, das ist die Kontinuität, unsere Arbeit mit jungen Leuten, was wir sehr gern machen und was uns bestärkt, unsere Arbeit zu machen, das ist, dass wir nach althergebrachten Traditionen arbeiten und das Wort Hand von Handwerk nicht bloß im Wort ist, sondern dass wir das auch in die Tat umsetzen. Also wir arbeiten gerade im Bereich bei der Brotaufarbeitung und auch bei den Brötchen, arbeiten wir alles mit Hand auf. Jedes einzelne Brot, was bei uns hergestellt wird, wird von Hand geformt und die Brötchen werden auch von Hand gedrückt, sodass das Wort Handwerk bei uns auch Realität ist. Ich habe mich für den Beruf Bäcker entschieden, weil ich halt früher sehr viel mit meiner Schwester und meiner Mutti zu Hause gebacken habe und halt auch schon öfter nachts unterwegs war. Und dann dachte ich mir einfach, warum nicht beides miteinander verbinden, und so bin ich halt Bäcker geworden. Ja. Also ich mache halt die Konditorin-Ausbildung und das mache ich halt, weil ich für die Familie schon immer vor meiner Ausbildung Torten gemacht habe und halt auch für Freunde, und die fanden das so super. Und ich habe halt noch nie gewusst, was ich so machen soll. Und dann haben die zu mir gesagt, mach doch Konditorin, das liegt dir doch so gut. Und dann habe ich das halt gemacht. Also ich fühle mich hier sehr aufgehoben. Die Jungs, die sind sehr lustig, die sprechen immer mit einem, die sind freundlich, sind auch ungefähr in meinem Alter. Und dadurch fühlt man sich auch ziemlich gut aufgehoben bei ihnen. Also für die Bäckerei Gebler habe ich mich entschieden, weil man hier super nette und immer hilfsbereite und geduldige Arbeitskollegen hat, bei denen man sich halt sehr willkommen und sehr wohl fühlt und bei denen man sich, also weil sich das hier alles sehr familiär anfühlt. Die Leute, also man merkt halt direkt, wie sie hier voll in ihrem Ding sind, und ich komme halt her, schreie einmal laut Guten Morgen und dann kommt aus jeder Ecke das zurück. Und das finde ich halt echt super. Und dann ist man halt gleich mehr gut gelaunt. Die Ausbildung liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil ich gerne mit jungen Leuten mich umgebe und mit jungen Leuten auch zusammen bin. Die fordern von einem Wissen ab. Man bleibt selber frisch und immer am Ball, schläft nicht ein, und das macht einfach Spaß. Mein Chef ist ein sehr netter, geduldiger und hilfsbereiter Mensch. Er zieht mal ein bisschen mehr durch. Also er ist von der Hand her, nimmt er uns, sage ich jetzt mal, uns Lehrlinge ein bisschen an den kürzeren Zügel und sagt, nee, hier, mach noch mal ein bisschen ordentlicher. Der Chef ist super. Also, wenn der mal kommt, dann ist eigentlich immer recht gute Laune, weil der bringt dann immer frischen Wind rein. Ja, ich bin ja der Jüngste sozusagen, habe jetzt vor kurzem meinen Bäckermeister fertig gemacht und ich werde wahrscheinlich den Betrieb mal übernehmen. Nachdem ich hier fertig bin, werde ich übernommen. Das finde ich auch sehr gut. Na, hier weiter hoffentlich und dann halt mal gucken. Ich denke, wenn ich gute Leistung bringe, dass ich hier, naja, sehr gute Chancen habe, übernommen zu werden. Die jungen Leute sollen einfach einen Beruf erlernen, der ihnen Spaß macht, wo sie Freude dran haben. Wenn man eine Sache tut, die man gerne tut, dann wird man auch erfolgreich.